Herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Super Mario Maker 2 an diesem heißen Tag. Genau. Mit dem heißen Wirt. Wow, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Oh, ja, tut uns leid, dass wir jetzt das Wolfenstein-Let's Play gerade unterbrochen haben. Aber wenn ihr es schauen wollt, es ist als VOD hochgeladen auf dem Gaming-Channel. Schaut es euch an. Und die Fortsetzung kommt heute Abend. Und wir sind auch hier, weil, wie gesagt, es ist mega heiß. Mir ist heiß, ich bin nicht heiß. Hier ist schön. Hier ist eine Klimaanlage. Hier ist schön 20 Grad. Hier ist eine Klimaanlage. Gepriesen sei die Klimaanlage an diesen heißen Tagen. Und wir dachten uns, ja, wir schauen uns Mario Maker an. Ich dachte so, ey, ganz spontan. Irgendwie muss ich hier rein. Ich muss es irgendwie rechtfertigen, dass ich in diesem kalten Raum bin. Und dachte so, oh, Mara verschwindet auch gerade im kalten Raum. Komm, wir nutzen das aus. Wir gehen jetzt hier ins Hängi und spielen ein bisschen Mario Maker. Genau, ich saß schön in der Gaming Area und war am Schneiden, wo natürlich auch eine Klimaanlage ist. Mhm. Alle Leute haben sich zurückgezogen. Manche sind irgendwie im Garten oder im Keller, ja, in irgendeinem dunklen Raum. Was gar nicht so verkehrt ist. Ja. Ja. Und wir haben uns schon ein Level rausgesucht. Das ist jetzt eines der Levels, die aus der Community gebaut wurden, und zwar von McFluffy. Ja. Und zwar für Ilias und Gregor. Dementsprechend auch ein sehr, sehr schwieriges Level. Ja, also wie gesagt. Mara hat schon ein bisschen gespielt, aber ich würde gleich einfach ein paar Levels raussuchen, die mir für Miimote eingeschickt wurden. Ja. Und ich möchte euch mal zeigen, Alter, sind nicht so einfach, wie ihr euch immer gedacht habt, dass man das auch blind spielen kann, weil ich werde gleich mit Mara dann zeigen, ist nicht so einfach. Ja, gerne irgendwelche einfachen Sachen. Also ich habe auch ewig nicht mehr gespielt, oder? Hat genau, das ewig nicht mehr gespielt. Ich habe damals auf dem Gameboy immer Super Mario Land 2 war das, glaube ich, gespielt. Mhm. Aber jetzt hier sowas noch gar nicht. Und normalerweise spiele ich auch gar schnell durch. Ja. iFrame aus. Und ja, normalerweise spiele ich auch gar nicht auf mit Controllern oder auf Konsolen. Oder so. Ich weiß, du bist ein PC Master Race Kind, ne? Nur auf Age of Empires, Ultra HD, auf 3 Bildschirmen. Oh Gott. Okay. Ja, wie gesagt, ich suche mal hier jetzt die Miimote-Levels raus, die man ausprobieren kann. Aber ich habe zum Beispiel, also auf dem Gameboy kann ich wirklich das Super Mario Land 2 Boss-Level krass schnell Speedrun machen. Wirklich? Also würdest du jetzt sagen, hey Gregor, ja, hold your hands. Das eine. Ich komme jetzt zu Speedrandale und zeige euch, wie man Super Mario Land 2 spielt. Und dann machen wir eine schöne, 2-Minuten-Folge. Ja, The 6 Golden Coins, was Gregor und Fabian, glaube ich, nicht so richtig konnten, weil sie ein Monitor mit Delay gespielt haben. War die Hölle. Ich habe mir das damals angeschaut und dachte so, die leiden. Und die kleinen Sprungpassagen haben die nicht geschafft, weil ihr Monitor halt Delay hatte. Ja, das geht natürlich nicht. Das geht nicht. Auf dem Gameboy hat man ja kein Delay. Ja, das machst du gut. Machst du gut. Oh. Ja, schnell. Ja, du hast noch 99 Sekunden, alles cool. Was? Kann man auch Zeit irgendwie sammeln? Nee, ne? Was meinst du? Ich Zeit, weiß nicht, wo muss man hierher? Das ist die andere Frage. Du musst da rüber. Du musst da rüber springen. Sehr gut. Pass auf. Da ist noch dieses Lava-Ding. Ah! Ja. Ja, ja. Moment, was war da unten? Ich habe jetzt nicht gesehen, wo ich hin muss. Ich hab's auch nicht gesehen. Scheiße. Na gut, Lava. Oh fuck. Okay, ich such mal ein Level raus. Im Zweifelsfall sind wir Lava. Willst du es nochmal versuchen oder wollen wir mal eines dieser Levels probieren von Miimote? Ja, mach mal ein Miimote. Okay, dann gehen wir mal Plus. Ja, das ist die Starttaste. Und wir gehen Level beenden. Nein! Du hast B gedrückt. Ja. Ist halt blöd, wenn auf jedem Controller A, B, X immer anders sind. Herunterladen? Raus. X, ganz oben, rechts. Muss ich da auch noch hin? Ach nee, ja. X drücken, naja, okay, ja. Gut. Und dann ID, bitte. Ja. Genau, und dann gehen wir jetzt ein von Thorsten H. Ich weiß nicht mal, was ein Levels war, aber es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum ich es nicht genommen habe. H3C. Ach, du hast es schon nicht genommen? Ja, ich würde jetzt einfach die Levels stehen, die wir nicht für Miimote genommen haben. Ach so. TVD. 22G. Und da wir hier ja auch riesige Mario Maker Fans sind, haltet euch fest, es wird ein Beans vs. Mario Maker geben. Jawohl. Und zwar am 9.8. Das wissen die natürlich alle im Chat, weil die haben ja den Blog gelesen, da stand drin. Ah ja, da steht es natürlich auch im Blog, ne? Also schön auf die Rockstar-Homepage gehen, da steht alles, Mara kümmert sich darum. Schön abonnieren. Schön abonnieren und schön eure Highlights einsenden, na, Mara kümmert sich darum. Kurz und knackig. Okay. Kurz und knackig, Abschlussrate 2,65%, 52 Versuche.
Und das ist jetzt ein super einfaches Level, oder was? Nein, das ist Eistee mit Zitronengeschmack, ist der Typ, oder was? Oder heißt das so? Das Level heißt so? Okay. Ja. Und das ist halt ein Level, das hat er uns geschickt und meinte so, das könnt ihr auch blind spielen. Okay. Stell dir vor, du würdest jetzt mal verbundenen Augen das spielen und ich sage, Mara, also vor dir ist ein großer Klotz, ein Wump, da kannst du nicht rüber. Ja, was mach ich jetzt hier? Du musst rüberspringen. Ach so. Ansprung holen. Ja, das kannst du ja blind überhaupt nicht spielen. Das meine ich ja. Und dann schicken die uns solche Levels ein und meine so, ja, das könnt ihr auch blind spielen. Braucht ihr nur ein bisschen Konzentration. Ah, oh Gott! Das war so gut, das war so gut. Oh, du machst es sehr gut. Weiter rennen. Du brauchst die Münzen nicht. Sehr gut. Guck mal, die Leute applaudieren. Lauf. Spring! Wow, das machst du richtig gut. Richtig gut. Ah, muss ein bisschen fixer sein. Ja. Da reicht wahrscheinlich auch ein kleiner Sprung, um da reinzuspringen. Aber gut gemacht, schnell reagiert. Ja. Alle Münzen muss ich nicht sammeln, Nee, Münzen musst du nicht alle sammeln. Fragen uns. Nein! Oh Gott! Oh. Ah. Bevor ich frage, was für ein Pen and Paper ist denn das heute? Ist kein Kirchending. It's Tears. Ey, Tears heute Hammer Pen and Paper werde ich schön mir reinziehen. Tears is back, bitches! Ihr findet auch auf YouTube schon die Charakter von den Mitspielern. Charaktere, die neuen. Okay, das sind neue spielen, Charaktere, genau. Aber das ist aus dem Universum. Mach du mal, dann kann ich ein bisschen was erzählen. Ja. Also sie spielen, so wie ich das verstanden habe, ich habe mir die angeguckt, spielen sie so vier Brüder. Ich sehe hier gerade nichts. Oh ja. Spielen sie vier Brüder und kommen alle aus so einer Wrestler-Familie. Und Budi spielt Budi spielt den kleinsten Bruder. Also ich stelle es mir so ein bisschen Daltons-mäßig vor. Okay. Also Budi spielt so den kleinsten Bruder, der so ein bisschen Napoleon-Syndrom hat, sag ich mal. Wo ist denn mein Wasser hin? Ich habe sie runtergesetzt. Ich glaub's nicht. Dann haben wir Nils, der, das hat mich so ein bisschen an seine letzte Rolle erinnert, der so einen riesen Fleischberg spielt, der aber ganz, ganz sensibel ist, sag ich mal. Hä? War das... Was machst du denn? Ich krieg den Sprung gerade nicht hin. War Budis Rolle nicht beim letzten Mal so ein Fleischberg-Turtle? Ja, das war das im Gefängnis. Das ist ja schon lange her. Das war Jailhouse-Boogie. Jailhouse-Boogie. Das ist schon länger her. Und Ede spielt so ein bisschen... Also ich finde es so geil, dass sie alle Wrestler sind, aber irgendwie will dann doch keiner Wrestler von denen sein. Du spielst so ein bisschen ein Nerd, der sich für Raupen interessiert und IT macht. Für Raupen. Und Simon ist so der Einzige, der tatsächlich dann auch der Wrestler ist. Der ist so ein riesiger, langer Lulatsch, der immer eingeölt ist mit allen möglichen Ölen. Körperfetten. Und Simon meinte in seiner Vorstellung schon, dass er der Größte von allen ist. Mhm. Und Nils meinte aber auch, dass er der Größte von den vier ist. Also ich sehe da schon schönes Konfliktpotenzial. Okay. Und Glasblasen, genau. Glasblasen? Oh, Ede interessiert sich für Raupenzucht und Glasbläserei. Mhm. Also ich bin sehr gespannt. Und ich bin gerade sehr enttäuscht, wie schlecht ich hier bin. Aber überleg mal, das hier blind? Ja, das ist nicht zu schaffen. Also ich habe ja jetzt schon Riesenprobleme, weil ich mich auch mega doof anstelle. Ja, jetzt? Ja, hier kommt der Sprung. Hm. Das ist schwieriges Timing. Da muss man abwechseln halt immer? Ja, können wir machen. Okay. Da muss man gleich früher abspringen. Wow. Da muss man früher abspringen, aber ich kann ja mal gleich nächste Levels rausholen. Na, jetzt schaffe ich es auch nicht mehr. Ja, das ist halt... Moment, aber den ersten Sprung, der ist auch ein bisschen tricky, weil da muss man ein bisschen warten, bis der Goomba ein bisschen näher gekommen ist, weil wenn du zu früh abspringst, dann landest du entweder nicht auf ihn, sondern du landest direkt vor ihm, dann frisst du dich auf oder tötet dich. Nils ist 2 Meter groß. Oh, das Timing ist ganz gut bei dir. Ja, wenn man da zu langsam ist, dann kriegen sie einen. Mhm. Auf jeden Fall, ne? Also du musst da rüberspringen. Du darfst nicht draufbleiben. Ja. Nice. Ah, der nächste Sprung hier. Also den Sprung kriege ich noch hin. Dieses kleine Füßchen. Ah, das war knapp. Aber ich finde ganz gut, dass die... Muss ich früher abspringen oder später abspringen? Was war das? Jetzt, da. Also quasi genau diesen Sprung von den Münzen einfach nachmachen. Das habe ich mir schon gedacht, aber ich frage mich nur vorher oder nachher. Also...
Bevor ich auf den... Lauf, wenn du springst. Ich mache einfach nur diesen Münzen nach. Mhm. Oh. Ja, siehst du? Das ist nicht so einfach. Jetzt, wenn du drauf achtest, kriegst du es nicht mehr. Ein Tick später abspringen, sagen sie im Chat. Okay. Also, wenn ich das Spiel bei Mimo gehabt hätte, ey, glaub, Gregor hätte mir den Kopf abgerissen und ja. Ilias hätte reingespuckt. Und Fabian hätte zugeschaut und meinte so, ja, wie hast du verdient? Und Ben würde so sagen, ja. Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Beans Versus. Ja, sehr gut. Kleinspringer! Nein! Ja, das ist halt so, oh, du hast so viel Anschwung, du hast so viel Schwung genommen. Da muss man ein bisschen langsamer machen. Ja, Beans Versus, bin ich auch sehr gespannt. Also schickt uns schon mal eure Levels ein. Gut. Denn ich werde die auch mal mir anschauen. Ein bisschen sichten. Und ob ein Couch und Couch kommt? Hm? Ja, vielleicht. Genau. Ist das die Rekon-Stimme, die du gerade machst? Nee. King of Queens. Macht er auch immer so. Ja, was ist unser Mixname? Wima, Met. Met finde ich ganz gut. Aber Matt ist mir lieber. Mara oder Marco? Wie heißt das dann wohl? Mira. Ja. Komm. Ah ja. Mii. Nein! Och man, auch man weiß schon, wenn man da zu langsam ist, dass es nicht passen wird. Mii. Man springt wissenden Auges. Vara. Viara. Oder Vara. Mettbrötchen. Ist auch im Chat. Mariet. Nein! Bitch! Ja, es ist wirklich... Ja, es ist ein schwieriges Level. Nee. Okay. That's a first. Team Matt is approved. Ja. Ey! Ja, hier. Ist das jetzt mein neuer Move? Schau dir hier meine Moves ab. So. Jetzt wird er noch hinterher geschoben hier. Nice. Nein. Ah. Zu kurz. Okay, ich glaube. Aber so lange geht das Level, glaube ich, auch nee, nicht. Nee, ist mehr. Es noch nicht. Also es sind 30 Sekunden. Wahrscheinlich habe ich ja schon zu viel Zeit verschwendet. Meinst du? Ja. Geht das so krass auf eine Sekunde? Ich kann mich nicht mehr an das Ende erinnern. Vielleicht habe ich das Ende noch nie gesehen. Ich weiß es gerade nicht. Könnte ich auch sein. Oh. Ja, mach du noch einmal und ich suche schon mal das nächste Level raus, weil. Ja. Das ist halt. Ja. Es ist nett. Aber für Mii-Mode, nee. Vielleicht unsere Mario-Maker-Veteranen, Ilias und Gregor, ja. Fabian auch. Ben auch, aber, na. Also ich habe die Level so rausgesucht, dass ich die auch gerade noch so schaffen konnte. Ah. Gut gemacht, aber nicht gut genug. Ich spiele mal weiter, ja? Ich suche gerade hier schon das neue Level. Hast du nice? Schon? Ich mach okay, dann mach's noch einmal. Eine Runde müssen. Ja, schon. Okay. Weiß ich schon. Ja. Nee. Unmenschlich schweres Rutschlevel? Das hast du rausgesucht? Nicht unmenschliches schweres Rutschlevel. Braucht aber Konzentration. Nicht unmenschlich schwer, aber schon schwer, lese ich daraus. Ja, aber es soll ja für Mii-Mode gemacht werden. Ich will einfach nur zeigen, dass einige halt ein bisschen uns überschätzen. Oder sich selbst. Ich glaube nicht, dass man das blind machen kann. Mit Fullspeed kann man die eine Plattform überspringen, vielleicht. Das Gute war auch, einige der Levelbauer sind auf mein Feedback eingegangen und haben dann die Levels dann auch dementsprechend angepasst, sodass sie dann Mimo-tauglich waren. Mhm. Das war echt ganz cool. So ein Austausch mit der Community. Ja, hier kannst du da noch mal einen Punkt hinpacken. Hier ist ein bisschen zu schwierig mit dem Sprung. Haben einige berücksichtigt, ich find's wirklich, und ja, war auch dabei. Ich find's wirklich perfekt für ein Beans Versus oder sowas. Ja, kannst du. Jeder kann jederzeit. Okay, ich guck's mir erstmal an. Da brauchst du Schwung, um nach oben zu kommen. Was ist denn Pau? Pau, da hast du mit die Piranha-Pflanze weggemacht.
jetzt mach das blind. Behalt es. Du wirfst es einfach erst, wenn du denkst, oh shit, ich komme da nicht weiter und muss die Pflanzen loswerden. Denk ich die ganze Zeit. Aber hier schaffst du ja den Sprung. No! Ist gut, war gut. Man muss immer springen. Und dann geht's unten erst noch weiter leiden. Und dann wird's dann noch ein bisschen frickelig. Da sind's nicht mehr so diese. Hast du das schon gespielt? Ja, ich hab die alle ein bisschen ausprobiert. Ah, okay. Aber ich kann da nicht anhalten auch noch, ne? Du kannst nicht anhalten, aber du kannst so loslassen, damit du deine Pflanzen los wirst. Du musst den Schwung mitnehmen. Was passiert hier? Ah, okay. Den Schwung holen. Mach mal hier safe mal einfach. Ja. Was ist das? Weg. Ist der böse? Ja, das ist Hammer! Sehr gut. Nein! Ja, war schon mal gut. War gut. Boah, da war ich zu schnell ins Glück gerutscht. So kann man es auch sagen. So. Und Rikon, komm zu mir. Rikon, sag mir. Ja, Rikon ist immer ein bisschen ängstlich bei Wirt, weil Wirt immer so überschwänglich ist. Diese introvertierten Hunde. Er ist sehr introvertiert. Ja. Vor allem Arno hat jetzt auch hier einen introvertierten Hund. Und wenn die sich treffen, ist das richtig awkward. Beide hassen sich, glaube ich, auch, ne? Nö. Ich hab hier die introvertierte Rolle, bitch, please. Jetzt introvertierte hier. Nee, die hassen sich nicht. Die wissen nur nicht, was sie sich sagen sollen. Also Marco meint ja hier, wenn Rika und Andra seine Art sieht, dann ist er ein richtiger Checker. Eine Hündin? Ja, jetzt kein Rüden. Ja, ja doch, ja, ja vielleicht ja, auch. Ja, ja. Manchmal auch Rüden. Aber Shell, die Hündin ist ganz, jo. Ja, ja. Da fährt er seine Antennen aus. Hat das Marco so ungefähr jedem erzählt? Ich hab so ungefähr. Er meinte so, Rikon, der ist nicht die ganze Zeit so introvertiert. Vor allem weiß er das überhaupt nicht. Das hab ich einmal gesagt und er hat das nie gesehen. Ja, aber er hat's von dir erzählt bekommen, also weiß er es doch. Ja. So. So, Mara, glaubst du, das Level ist Mimo-tauglich? Nee. Wollen wir es mal gleich Mimo ausprobieren? Können wir einmal machen. Oh Gott. Ja. Muss schon schneller sein, ja. Mach du einfach mal. Willst du mal noch zweimal normal? Ich glaube. Ripperuni. Rikon hat das Kabel durchgebissen. Oh, voll gut. Oh, fuck. Ja, hätte ich vielleicht loslassen sollen. Ja. Weil ich weiß halt nicht, wann ich das Pau benutzen soll. Ich weiß nicht, ob man da ohne das Pau herkommt. Frage ich mich gerade. Wird's vielleicht mal. Also hier kommt man auf jeden Fall ohne her. Da auch noch. Und hier? Ja, nice. Okay. Ah, sehr gut. Und jetzt? Was war das? Ich komme nicht durch. Zu groß. Doch. Nein, na! Yeah. Aber war schon sehr gut. Mach mal weiter, du schaffst es noch bis zum Ende. Naja. Mara, das treu aus dem Internet. Was ist da los? YouTube-Stream? YouTube-Stream ist RIP. Oh. Auf Twitch geht's noch. Ah, schon lange down. Ach, das regeln unsere Leute schon. Beziehungsweise vielleicht. Kann mal wer in den Supporters Club eintreten, damit es weitergeht. Wenn ich jetzt Ja sage und es nicht weitergeht. Oder es doch weitergeht. Es gibt. Waifu ist eine Möglichkeit. Wir können es gerade mal erwähnen, falls Leute aus dem Supporters Club im Chat sind. Ja. Es gibt gerade ein Gewinnspiel, wo ihr einen richtig geilen Lautsprecher gewinnen könnt. So einen mobilen Bluetooth-Lautsprecher im Blog. Na, warum behalte ich das Ding die ganze Zeit? Ich glaube, der kostet echt irgendwie 150 Euro oder so. What? Also diese Soundpillen? So ein mobiler Bluetooth-Geschichte. Also so eine Soundpille. Eine Soundpille? Ist das der Name dafür? Weiß ich nicht. Die sind so groß, Dinger. Und dann der hat nicht so eine Pillenform. Deswegen war ich gerade so ein bisschen verwirrt. Okay.
Ah. Willst du wieder? Warte mal. Kurz Speedrun-Level. Ja, ja, ja. Da habe ich mich kurz am Moment entschieden. Ah, nicht so einfach. Hast du immer dieses Mario Maker mit Gregor und Ilias hier angeschaut? Immer nur Ausschnitte davon. Das sind ja neue Schimpfwörter, ne? Echt? Oder sagen wir nicht neu, aber Remixes. So bekannte Schimpfwörter, aber halt so in neuen Kombinationen. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber wenn ihr viele Schimpfwörter euch anschauen wollt im Minutentakt, dann unbedingt Mario Maker mit Gregor und Ilias anschauen. Sehr viel Spaß gemacht. Das kann Colin ja auch immer ganz gut. Ja, stimmt. Colin erfindet sich aber neue Schimpfwörter und das finde ich sehr kreativ. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ah, hier, auf safe. Der macht das halt so, wie soll ich sagen, Schimpfwörter in Nahen Osten oder Fernen Osten, wo man die Tiere oder Familienmitglieder anderer Leute beleidigt. Wie bist du hier lang gekommen? Drück mal runter. Ah. Rutsch. Oh ja, du machst das gut. Nein! Oh nein, die Stelle war es bei dir auch mal, ne? Mhm. Nein. Ah, zu früh. Mal gucken, ob ich hier jetzt noch herkomme. Naja. Naja. Ach ja, nach unten drücken. Und dann rüber. Oh ja, nein! Oh. Ja. Was rein. Ja. F5 hat gerettet, also. Wessen Level ist das? Kannst du nochmal nachgucken? Das ist von Dr. Der Pepper. Dummo! Der Pepper. Im Forum. Dr. Also, wenn ihr euch mal die Levels von Miimote euch anschauen wollt, die nicht gewählt wurden. Ich hab's schon wieder abgeworfen. Ja. Dann hier im Forum unter Miimote. Einer schaut, einer steuert. Also gut. Oh, ich mach's jetzt hier. Also gut. Man kommt hier offenbar her, indem man einfach nur normal springt. Wie funktioniert es eigentlich besser? So unter Druck? So wenn du gestresst bist in Spielen oder wenn du etwas entspannter bist? Entspannter. Okay. Aber sehr gut. Ah, du hast mich gelobt. Pow. Anlauf, ja. Ich glaube, dann kommt man auch wieder mit normalen Springs zurecht. Ja, sehr gut. Nice. Großer Sprung. Ja, da haben wir es. Nice. Okay. Geschafft, sehr gut. Aber schönes Blind. Level, finde ich, ist gut für Gregor und Ilias. Miimote. Nee. Blind. Geht nicht. So, dann gehen Gibt's wir mal. Gibt's denn irgendwas, was man blind spielen kann? Willst du ein blind Level mal blind spielen? Jo. Okay, dann kann ich mal gucken, was er vorbereitet. Tim Melzer-mäßig. Speicherbot. Da sind einige Miimote-Levels bei. Schauen wir so mal kurz rein. Und zwar. Oha. Hopp, hopp. So. Ja, das hier sind die zwei schwierigen Levels gewesen. Das war das allerletzte Level. Das fand Ilias zum Beispiel sehr, sehr toll. Okay. Obwohl es so schwierig war. Aber also blind schwierig blind. Oder auch sehend blind. Schwierig? Blind okay. Schwierig. Das hier ist auch sehend ein bisschen schwierig. Oha, okay. Das kannst du mal ausprobieren. Das fand Was ist das Schwierige cool. Jetzt? Aber du kannst ja nicht sterben. Wie, du kannst nicht sterben? Du kannst nicht sterben. Aber erstmal sehend ausprobieren. Mach mal sehend. Von Nobody 86. Mhm. Was In die Röhre rein. Das Geräusch hier? Nee. Nein, einfach die Röhre rein. Das sind einfach nur Noten. Und jetzt abwarten, bis einer der Kräne dich mitnimmt. Wo fährt denn der so hin, der Kran? Oh, ich bin komplett überfordert hier mit dem.
Okay. Yay! Wie lange dauert es, so ein Level zu bauen? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe bisher noch kein Level von Mario Maker bauen können, weil ich bisher Mario Maker nur gespielt habe, um die Spiele auszuprobieren. Aber ich hätte irgendwie Lust, irgendwann mal Mario Maker als Level zu bauen. Nein! Also ich fand das Level ganz cool, weil man sehr viel Fingerspitzengefühl braucht, aber man nicht so schwer bestraft wird, wenn man es nicht schafft. Ja. Mit Tod oder mit frustrierenden Einlagen. Hier kommt man nicht lang, ne? Nee. Man muss hier hoch. Oh. Ah, okay, ich check's. Und hochspringen. Da muss im richtigen Moment hochspringen. Dann kommt man nicht mehr zurück. Sehr schön. So. Muss ich da unten her? Nee, du musst. Wenn du runterfällst, musst du wieder von vorne. Ach so. Sehr schön. Ah. Sehr schön. Okay. Ja. Muss ich einfach hier raufbleiben? Links, ein bisschen nach links, sonst fällst du runter. Oh. Ach, ich ist. Du musst durch die Lücke. Okay. Kannst du durch die Tür bis oben wieder. Super Nintendo Version hast du damals auch noch gespielt? Das kann sein. Also in die Lücke, du musst in die Lücke. Ach so, Aber wenn, dann halt nur bei anderen Leuten. Mhm. Also ich selber hatte dann nur Gameboy, also den ganz alten Gameboy hatte ich und dann den Advance SP, also den zum Aufklappen. Den SP sogar. Und jetzt in die Lücke, du musst weiter nach links gehen, Ja, da, perfekt. Jetzt da noch einmal aufpassen. Und rüber. Und da hast du es geschafft. Ah, ja, das war doch einfach. Ne? Also man sieht, ist es okay, aber blind dauert es sehr lange. Ja, stelle ich mir auch wieder schwierig vor. Ja. Aber kann man machen, so ist es nicht. Was haben wir noch? Ja, geh nochmal zurück. An der Stelle sind sie bei Mimode verzweifelt, sagt Keegan. Genau. Jetzt mal zurück und nimm mal das hier. Das ist ein ganz schwere Level. Das haben die blind auch geschafft. Aber mal schauen, wie das aussieht, wenn du mit offenen Augen spielst. Hallo, Viva ist auch im Chat. Und Chimpanzer 1 hat dieses Level hier gebaut. Stand das da? Ja, dann war es Chimpanzer 1. So. Das Level ist in zwei Abschnitten aufgeteilt. Du kannst entweder nach links oder rechts. Und dort sammelst du dann eine Münze ein, womit du, wenn du beide Abschnitte geschafft hast, dann einen Schlüssel bekommst. Ah! Da habe ich nicht mitgerechnet, dass der plötzlich doch so schnell vorwärts schießt. Okay, also schnell hier. Mhm, du brauchst nur die roten Münzen. Schnell rüber. Jetzt auch rüber springen. Weil wenn du da unten bleibst und spring rüber. Weil wenn du unten bleibst, dann macht er zu und dann bist du tot. Du kommst und was macht jetzt? Jetzt muss ein bisschen hier hin zum Rand und dann geht er runter. Oh, sehr gut gemacht. Der Sprung hier ist knifflig, weil wenn du nichts siehst, dann traust du dich nicht schnell zu bewegen. Jetzt hoch, schnell hoch. Hoch. Und dann jetzt hier wieder runter? Ja. Und dann schnell rechts. Gut, jetzt hast du eine Münze. Und hier ist oben rein? Nein, Checkpoint. Geh da, genau. Und jetzt? Runter. Achso. Jetzt nach rechts. Okay. Jetzt wird's knifflig. Jetzt bin ich gespannt, was du machst. Ah! Oh. Oh nein, jetzt muss man alles von vorne. Nein, du hast den Checkpoint genommen. Deswegen muss ich jetzt nur warten, bis du runterfällst und dann wieder nach rechts. Das ist gut. Sehr, das Abschnitt ist sehr schön. Dann hast du einen Speicherpunkt. Sehr schön von euch, sowas einzubauen. Jetzt hatte ich schon wieder vergessen, dass der da kommt. Mhm. So, nicht auf den Chat gucken. Guck. Da kommt er wieder zurück. Tricky, ne? Ja. Du musst sehr oft springen. Mach das erstmal, dann siehst du, was passiert. Okay. Nicht draufspringen, rüberspringen. Drei Stunden später. Ah, kriegst du schon. Ich auf den Chat gucken. Was mache ich? Das war Doom. Das war Doom von mir. Kriegst du eine Notification, wenn Doom schreibt oder wie? Ja. Im Kopf. Oh.
Siehst du? Kann ich das her? Nein, nein! Ich dachte, er könnte da rüber rennen. Nein! Nö. Du musst zur Tür. Und du siehst ja jedes wenn Mal, wenn der Schildkrötenpanzer ein Pau trifft, dann verschwindet eine Blume. Ach so. Und da ist es ganz knifflig gewesen, weil die Jungs dann im richtigen Moment immer springen mussten. Mhm. Stimmt. So, einmal noch, oder was? Ja, einmal noch. Sehr schön. Ah, gut. So, klettern. Da muss ich nicht viel erklären. Okay. Das Tier, da darf ich da nicht dran gehen. Genau, alle Tiere sind böse, bis auf Yoshi. Was ist denn das für ein Tier? Eine Schildkröte mit einem... Ach, da ist der Pickelhaube. Kopf. Ach doch, was ist das? Ist das eine wandelnde Glocke, oder? Das ist auch nicht unmöglich, aber schwierig gewesen. Gerade wenn man blind spielt. Oder auch sehend. Deswegen meine ich ja, einige haben... Aber jetzt kommen wieder irgendwelche beschissenen Brillen. Auch wenn du sehend unterwegs bist, aber hier fand ich das noch möglich. So. Die rote Regentin, bist du es auch genannt. Oh, ist so Metal da? Ja. Was ist das für ein Rollenspiel? So. Das sagt nur Sir Metal, sonst keiner. Na, ah, okay. Du kannst durch, ne? In drei Blumen. Man muss auch schon drauf achten. Hast mich ausgetrickst. Ich hab dich nicht ausgetrickst. Ich hab nur gesagt, was du machen kannst. So. Blu, 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 blu. Mhm, eine Blume. Hast du schon neue Staffel Haus des Geldes geguckt? Ich habe gar keine Folge Haus des Geldes geguckt. Why? Ich weiß nicht, kam nicht dazu. Ich habe Narcos zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Ja, das habe ich angefangen, aber konnte ich nicht so gut gucken. Warum? Weil ich immer... Weil die immer Spanisch gesprochen haben. Ja, weil ich währenddessen immer noch andere Sachen mache. Ja, das kann man nicht mit und beilaufen lassen. Ja, bei Serien mit Untertiteln ist das richtig kacke. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber ich finde es gut bei Serien mit Untertitel, dass man dann die ganze Zeit lesen muss, weil dann konzentriert man sich halt nur auf die Serie. Ja, aber ich denke halt, wenn ich eine Serie auf Englisch einstelle, dass ich die auf Englisch gucken will, dann will ich sie halt nicht auf Spanisch gucken. Also. Ja, lass es dran. So. Okay, sind wir schon mal weiter. Kommt jetzt nochmal so ein Speicherpunkt? Nee, du hast es eigentlich schon fast geschafft. Du hast den Schlüssel, jetzt musst du nur noch die Tür öffnen. Welche? Da, hier in der Mitte. Ah, hast du es eigentlich geschafft. Hab ich es nochmal gespeichert? Nee. Nee, du hast es doch schon geschafft. Du musst jetzt noch rüber. Nur hoch. Ich trau dem Braten hier noch nicht so ganz, der Ranke. Warum vertraust du mir nicht? Panik. Kurz gedacht, da lauert so ein graues Monster. Ey, bin ich jetzt gestorben? Das wär's noch. Nee, aber das war sehr gut. Aber das waren so die beiden schwierigsten Levels von Miimote. Und ich muss auch sagen, da hat es auch am meisten Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Weil die anderen, die waren eher so ein Warm-up, mal zu gucken, damit sie reinkommen und so. Und da war so wirklich, ey, jetzt müsst ihr das umsetzen, was ihr gelernt habt. So, ich gebe mal ein anderes Level ein. Ja. Geisterhaus ohne Geister. Ja. Geister. So. Gehen wir mal It. Das ist auch so ein typisches blöde Übersetzung, ne? Geister, Geister, Geister. Weißbrot. Kennst du das? Und SpongeBob? Geister, Geister? Nee. Das macht auf Deutsch natürlich gar keinen Sinn. Also Geister und Weißbrot, aber auf Englisch dann Ghost und Toast. Ah. Und auf Deutsch denkst du so, okay, what the fuck? Aber dafür hat SpongeBob auch andere Sachen, die im Deutschen sehr gut funktioniert haben, wie mit Mr. Krabs und dem fliegenden Holländer. Das ist wirklich so einer meiner Lieblingsmomente, weil SpongeBob habe ich früher auch nicht so gern geguckt. Ja. Aber als ich das dann gesehen habe, dachte ich so, okay, jetzt, das war schon Meta. Du weißt schon, welchen Moment ich meine, oder? Sag nochmal, welchen du meinst. Da kommt der fliegende Holländer zu Mr. Krabs und dann meinte Mr. Krabs, ich bin nicht Mr. Krabs, ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Ja, ja. Das finde ich richtig. Ja, das, ja, gut, das funktioniert nur im Deutschen. Ja. Der Synchronsprecher, ne? Der ist der gleiche. Oh Gott.
muss erstmal hier angucken. Muss ich das schon. Was ist das hier für ein Gerät? Na, wenn du gegenläufst, ist es eine Sprungfeder, was ein bisschen. Yes. Ach so, na okay. Genau. Fand ich auch so, wie soll ich sagen, suboptimal. Nicht Mimo-tauglich. On? Ach so. Mhm. Tune. Ach so, ich dachte, ich müsste. Oh, müsste wieder anschalten irgendwie. Ich mag ja auch, ich habe sehr oft natürlich 3 Uhr nachts, Zeit für ein Krambe. Oh Kinder, 3 Uhr morgens. Das sage ich sehr oft. Ey, das gibt's doch nicht. Bist du sicher? Ja. Ja. Schwör. Ich muss mit Anlauf dagegen. Ja. Ey. Ja. Ey, Mann, ja. Kannst du das machen? Nee, Zeit ist um. Scheiße. Ja, ich glaube, das Level. Ich glaube, da bin ich auch nicht weit gekommen. Ist der Finger oben, nee. Wird man dich loben. Oh, genau. Oder? Schokolade! Hey, wo ist das? Ja, haben die auch hier Schokolade verkauft, oder? Das war das, oder? Ich mache was Falsches gesagt. Oh nein. Jetzt sag mal nichts Falsches. Ey, das ist so. No! Aber es kann natürlich auch sein, also das erste, was ich machen würde bei so Level einschicken, ich würde eins einschicken, was man gar nicht schaffen kann. Mhm. Also, oder so richtiges Troll einfach nicht mehr zum Ende kriegen kannst ich, oder so. Ich bin doch hier hochgekommen, ich weiß es doch. Ich schwör! Ich schwör! Das geht nicht. Das geht, geht nicht. Ja gar nicht. Geht ja nicht. Guck mal, Sinstansan ist da. Sinstansan hat so eine ganz hohe Stimme. Ich renn schon den ganzen Tag hinterher, um euch zu sagen, dass ich die ganze Schokolade kaufen will. So war das, okay. Man muss ein Level schaffen, um es hochladen zu können. Ah, okay. Ja, ja, klar. Ah, okay. Ja, warum muss mir das Chat sagen und du weißt es nicht? Hä? Ach so. Achso, hast du mit LOL, einfach nur so da hochspringen? LOL! Oh, jetzt will ich was weiterkommen. Das krieg ich nicht hin. Geronimo! Geht das? Oder muss man irgendwo noch so ein Kästchen aufdecken oder so? Also spätestens da dachte ich so, ey Junge. Nee, tut mir leid, das wird nichts für Mimo. Krosse da kommt's auch nicht in Recall. Ist die Pizza? Ich habe deutlich zu viel SpongeBob geguckt, ja, aber dafür keine kein Simpsons so viel. Also, was? Also ein paar Folgen auf jeden Fall schon, also so die Grundsachen weiß ich, aber da gibt es super viele Insider, die ich nicht kenne. Aber Endgegner Avatar wärst du dabei, ne? Auf jeden Fall. Ah, was ist dein Lieblings? Eher Aang oder Korra? Aang. Definitiv. Ich bin eher bei Korra. Also bei Aang ist halt, wie soll ich sagen, da ist viel mehr passiert, finde ich. Korra finde ich halt vom Zeichenstil her finde ich cool, aber die Charaktere waren so nach einer Zeit für mich sehr, sehr anstrengend. Wo ich bei Aang sagen muss, da waren sehr viele, die haben mir sehr gut gefallen und die Charakterentwicklung gerade bei Zuko ist viel interessanter als jetzt bei vielen anderen Charakteren bei Korra. Ja, ich finde, also ich habe auch quasi die ganzen, also es geht jetzt für alle, die nicht wissen, um was es geht, Avatar, Herr der Elemente. Eine sehr gute, ist das Anime? Nee. Das ist ein amerikanisches. Ja. Ist von Nickelodeon. So, aber, also wie, als was würdest du das bezeichnen? Ich würde es amerikanischen Cartoon bezeichnen. Okay, das hat Anleihen von Animes, was deutlich ist, aber trotzdem ist es amerikanisch. Ja, ich würde es auch eher als Cartoon und nicht als Anime bezeichnen. Aang war halt wirklich, fand ich, insgesamt witziger. Mhm. Also das würde ich eher gucken, wenn ich irgendwie lachen will oder wenn das lustig sein soll oder so. Aber ich fand von Korra, dadurch, dass die quasi in jeder Staffel so einen Endgegner oder so eine Gesellschaftsart auseinandergenommen haben, fand ich das super cool. Ist halt für die Leute, die mit Aang dann groß geworden sind. Also es ist wirklich so, ja, okay, unsere Zuschauer sind mitgewachsen, wir machen jetzt etwas. Ja, das stimmt. Also ich fand halt, Korra insgesamt irgendwie erwachsener und auch spannender und so erzählt irgendwie. Aber auch witzig, aber nicht so witzig wie halt die ganzen Aang-Geschichten. Da gab es schon viele witzige Sachen. Also, ja.
Aber hat leider auch einen sehr schwachen Start gehabt, muss ich sagen. Ja, die erste Staffel musste ich dreimal anfangen. Also ansonsten. Ich habe die zweite Staffel so gehasst. Die zweite war auch richtig schlecht, war 3 und 4 sind super. Dreiecksbeziehungen, ey, in welchem Jahr sind wir? 3 und 4 sind super. So ein Quatschlevel. Was machst du? First try. Probier's aus. Von Ansgard. Hat eine gute Abschnittsgruppe. Da gibt's auch so einige Quatschlevels. Da hat mir auch einer dann noch geschrieben, oh, tut mir leid, das Level war eigentlich für Ilias und Gregor gedacht. Also, das habe ich mir schon gedacht, Junge. Oh ja, Mara, sing mir bitte F-U-N vor. F steht für Freunde. Oh Gott. Kann ich das hier schon nicht mehr schaffen, wenn ich jetzt hier noch singe? Nein, du sollst singen. Oh nein, komm ich jetzt hin? Doch. Das kannst du. Die was unternehmen. Gut finde ich auch den Riss in der Hose. Oh Gott. Das große Larry kam mit seiner Muskel. Was ist das denn? Katzen-Mario. Und was kann die Katze? Du kannst Wände hochklettern. Und du kannst im Sprung dann nach vorne dashen. Also nach vorne springen. Kannst du ja gleich mal ausprobieren. Das ist aber ein neuartiges Mario-Spiel. Ah, diese neuartigen Mario. Ja. Ach, der kann gar nichts machen, doch. So, jetzt bin ich ein Kätzchen. Ja, genau. Du kannst schlagen mit B, glaube ich. Ach so. Mit Y, meine ich. Du drückst A die ganze Zeit zum Springen, ne? Ja, oh, ich bin so gewohnt. Also A zum Springen und B zum schnell laufen. Ich muss mich hier ein bisschen um... Ja, nicht B zum schnell laufen, aber Y zum schnell laufen. Ja, ja, deswegen, ich muss mich immer hier ein bisschen umgewöhnen. Was hier ist schon? Das ist das war's schon. So, ja, okay, das war ja, das ist ein Mii-Mod-Level. Das sind alles Mii-Mod-Levels, die wir gerade ausprobieren. F steht für Feuer. Das wütet und... Ja, genau. Chat hier. U steht für unfairen Kampf. N steht für nukleares Waffenarsenal. Mit dem man... Nein, nein, Plankton, das hat rein gar nichts mit Fun zu tun. Plankton war der Beste. Okay. First try. Wir können ja auch ein anderes ausprobieren. Gib mal ID. Clockpipes. Free Cooper. Oh, ich glaube, das war ganz schwierig. H9L? H. Das ist ja nicht eben schwer, dass es zu einfach war, ne? P1W? Ja. BVG? Berliner Verkehrsgetriebe. Alles klar. Hier wird auch geschrieben, Gregors Level sollen wir uns anschauen. Ja, Gregors Level kennen wir schon. Oh, war das nicht super krass? Ja, wo sich alle aufgeregt haben. Mit den ganzen Bausern, die da schießen uns? Ja, genau, genau. Okay, ja, ja. Free Cooper. Ja, von ja. Claffit oder Claffit oder wie auch immer. Wahrscheinlich heißt er Klaus. Klaus. Klaus Fidelius. Free Cooper. Mr. Miefies. Miesfies. Oh, Miesi ist auch da? Der hatte auch ein Level eingeschickt. Oh, nee, ich mehr. Miesi ist da wieder irgend so ein Mist drin. Oh! Also, Free Cooper. Das da unten links ist ein großer Cooper. Den müssen wir befreien. Ich glaube, das habe ich auch nicht geschafft. Ach so. Mhm. Und wir dann muss ich die da reinlocken? Bomben. Wir haben Bomben, die werfen wir da runter. Ach, runterwerfen? Die ja, geht jetzt nicht von der... Aufspringen. Nein! Ist okay. Falsche Richtung. Es läuft da frei. Aha, okay. Und jetzt? Ist da frei. Okay. Das war's jetzt schon, oder wie? Nein, 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 nein. No, 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 no. Aber ich muss schon da... Ja, du musst... Du musst die Bob-Bombs... Jetzt gegen? Benutzen, damit. Lauf! Damit unten rechts dann auch freigemacht wird. Schön. So? Ja. Reicht das eben schon? Ja, ja, und jetzt da weiter die Wände immer freimachen. Muss ja weitergehen. Jetzt musst du die Bonbons nehmen und dann dort rüberwerfen. Dort, wo du stehst auf der rechten Mauer. Das sind immer Bonbons. Bonbons. Bonbons heißen die? Bonbons, ja. Scheiße, wie kriege ich den denn hin? Bob-Oms. Und die hier kann ich so mitnehmen, oder was? Ja, weil draufspringen. Also du musst raufspringen, dann werden die gezündet. Und dann, wenn du gegenrennst, dann nimmst du sie mit. Ah. Moment. Gegenrennen. Oh. Schön. Okay. Was ist das? Oh, zu früh, glaube ich. Oh Gott. Ich glaube, Cooper wird es nicht machen. Was, warum? Was? Der Cooper ist tot. Warum?
Weil wenn du auf das P drückst, dann werden aus den Münzen hier Plätze. Oh nein, und ist er in den Abgrund gestürzt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob er neu gespawnt ist. Geh mal ganz nach links. Ich glaube, da ist ein neuer Glück. Ah, aber das P-Ding ist weg. Ja, das ist jetzt... Ja, das ist schlecht. Das ist jetzt natürlich unangenehm. Boah, hier gibt's auch noch viel zu tun. Ja. Na gut. Naja, aber an sich eine gute Idee, fand ich, aber trotzdem viel zu schwierig. Ich such mal weiter. Willst du was Anspruchsvolles mit präzisen Sprungeinlagen haben? Oder etwas Knackiges haben? Was Knackiges? Etwas Knackiges. Oh, mit Schokolade. Okay. Koopa-Mörder. Koopa-Mörder. Das war ein Devil von Clarfield. Da könnt ihr es euch nochmal anschauen, falls ihr es ausprobieren wollt. Vielen Dank. Jetzt probieren wir mal was von Timbolino aus. Und zwar ist es Cutie. So. Hey. Moment, schreiben sie im Chat auch, wird es knackig. Dang! Tonino! Wo haben wir die Levels her? Das sind Mimode-Levels. Rejected Mimode-Levels, würde ich mal sagen. So. Wir schauen uns hier die Zurückgewiesenen an. Jumpman von Timbolino. Jumpman. Wird ist knauserig, was? Konzentrier dich. Der Chat ist jetzt gerade nicht da. Wo soll ich denn jetzt hier hin? Es ist nur das Spiel. Okay. Knackige Sprungeinlage. Und das blind. Junge, Junge, Junge. Muss er wirklich hier, da hat er bestimmt tausendmal. Ey. Aber wenn ihr jetzt irgendwie Ideen habt für ein Mimo-Level, was wir direkt live hier spielen sollen, ey, schickt mir einfach auf Twitter-Levels oder im Chat. Oder im Chat. Ich hab im Chat eben schon gesehen. Du kannst den Chat anhalten, indem du nach oben scrollst. Ich geh mal hier Super-Chat ein. Ey, das ist doch nicht euer Oder Ernst. Ihr schreibt einfach ins Forum zu Mimode. Oder guck es mir mal an. Sind Blöcke versteckt? Also mit so einem normalen Sprung kommt man da nicht her. Easy Quiz Level. Da haben wir eins. Von TNH. Wollen wir es ausprobieren? Ja. Okay, dann geh mal raus. Level beenden. Wie mach ich das nochmal? Ach, hier. Genau. Quiz Level. Da bin ich mal gespannt, was er mit Quiz meint. Einmal raus. Mara? Nicht den Chat, nicht die ganze Zeit den Chat beobachten. Ich sehe so. ID, jedes Mal, wenn Mara und er ist, man so, guckt sie nur, hat die Augen für den Chat. Fokus auf das Wesentliche. 3 FF. So. 6 GX. Bitte G. Bitte G? Bitte G. Ach so. So. Nein, Rick kommt bleibt. Von TNH. Ach so, ja, stimmt, der ist im Chat. You know him? So sieht er aus. Aha. Hat immer so eine Fischkappe auf. Ja, ich glaube, das passt. Okay. Da läuft auch in echt rum, glaube ich. Abschlussrate 40%. Okay. Ah, das sieht doch gut aus. 40% ist gut. Wird freust du dich auf Staffel 4 My Hero? Ja, ich freue mich. Wird toll. Okay. Die Pfeile bedeuten mir, wenn ich, dass ich da ran muss. Muss ich da irgendwas machen? Ich weiß nicht, ist ein Rätsel. Ach so. Das ist ein Quizlevel. Guck doch mal, geh mal weiter rechts, guck mal, was da ist. Einfach mal ausprobieren, einfach springen. Machen, lachen. Ist das böse? Ja, ist das, ein kleiner freundlicher Zahn oder frisst es mich? Ja, da kann ich nicht fressen, aber wenn du raufspringst, schon. Wenn du das Ding nur stößt, passiert nichts. Du bounst es die ganze Zeit nur. Was geht hier so ab? Mhm. Ach, guck mal, hier ist noch was. Mhm. Vielleicht hat er das nur zum Trollen gebaut. Damit muss er auch, ne? Oh, Münzen. It's a trap. It's
Maxi Trap, ja. Aber ich traute mich, wenn jemand aus dem Chat das gebaut hat. Aber die kommen erst runter, wenn du durchrennst. Und das macht ja nichts, weil. Okay, aber die Münzen brauchst du nicht. What am I doing? Da ist eine Tür. Mara, ich guck mich an den Chat rein. Du musst dich auf das Spiel fokussieren. Wissen wir mal mit einer 5-jährigen Schwester Speedruns macht. Oh Mann, ich verstehe nicht, was man hier machen muss. Okay, also ich muss ja irgendwie den da zerstören, oder was? Probier mal, einen Panzer von unten zu nehmen. Also. Hoch. Genau. Ach so, eigentlich sind ja lauter neue Funktionen, die ich noch gar nicht kenne. Geh jetzt mal weiter. Kannst du mit Eis kaputt machen? Glaube nicht. Dann versuche es. Dann brauche ich wahrscheinlich die Spikes. Ja. Wie werde ich denn wieder los? Spring mal gegen die Spikes, vielleicht tauscht ihr ja aus. Anscheinend nicht. Dann muss ich sterben. Oh Gott. Okay. Einfach neu starten, genau. Aber komme ich da jetzt überhaupt? Achso. Gehen wir weiter. Dann gehen wir nach rechts. Ganz nach rechts. Versuch mal dort. Ja, das geht. Ja. Ach, vielleicht war das auch nur so ein Test oder so ein Hinweis, dass das funktioniert. Von ihm. Was? Bombe. Kann man das zerstören? Nee. Aber kannst du auch mal weitergehen und ausprobieren, was dann da passiert. Mit dem Stern? Was er ist. Falscher Weg. Komme ich auch nicht mehr zurück, ne? Ja. Bombe? Ich glaube, du musst wieder zurück. Muss ja hier nochmal durch die Tür. War ja anscheinend auch die falsche Wahl. Passiert das, wenn ich das zerstöre? Das passiert nichts. Aber du musst nur das Richtige mitnehmen. Ja, es ist, glaube ich, vielleicht einfach nur so ein, was schön aussieht. Ja. Du kannst ja mal gucken, was TNH schreibt, er hat es ja gemacht. Ist er gerade im Chat? Ja. Ja, stimmt, er hat das Level ja uns gegeben. Schwupp. Ja, sieht gut. Ah, man behält dann den Helm und kann trotzdem noch schießen, okay. Jetzt ballern, damit die Bombe da explodiert. Ja. Dann? Warte, ja, siehst du? Ah, okay. Hier so. Münzen. Die fliegen auch gar nicht runter. Okay, hier ist der nächste. Nächste Trap. Einfach durchrennen. Irgendwo musst du hier runter. It's a Trap. It's a Trap. Checkpoint. Ich bin automatisch durch das Richtige gegangen. Das ist TNH und ich. Wir denken gleich. Okay. Okay. Zeigt dir da, glaube ich, nur die Dinger. Aber ich muss jetzt einfach richtig, muss jetzt weise entscheiden. Was ist die richtige Entscheidung? Sieht man da schon was? Ja, eigentlich. Was musst du nehmen, damit die ganzen Gamblöcke verschwinden? Ja, ich habe ja schon Schießen, oder? Ach so. Na, ich vergesse mal, was das hier ist. Drauf hüpfen? Schnell durch, schnell durch. Lauf, sonst stirbst du. Ich denke immer, ich verwechsel das immer mit so einem Ding, wo man muss wieder noch vormachen. Wo man drauf springen kann. Mm. Nee, verwechsel ich das die ganze Zeit. Wärst du da gestorben, wenn du im falschen. Ja, du wärst gestorben. Okay. Also rauf und dann schnell durch. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Schön. Okay. Okay. Einfach rüberrennen. Ja, also hier ist auch jetzt hier nichts. Oh nein. Jetzt muss ich wieder weise entscheiden. Was wird er wohl gemacht haben? Wird er dasselbe genommen haben? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Dein so Error. So Schere, Stein, Papiergeschichte. Was wird er wohl genommen haben? Ja, das ist gerade wirklich so Try and Error, also. Hm.
okay, da hättest du einen Stern gebraucht. Lauf weiter, lauf weiter. Lauf weiter. I-Frame ausnutzen. Nee, alles davon wäre scheiße gewesen. I-Frame ausnutzen. Und das erste war tatsächlich das Richtige schon, Wiener Bier. Ja, aber du hättest den Stern gebraucht. Ist doch egal, ich bin doch immer noch am Leben. Okay, wir mal sehen, wie lange. Und jetzt? Lieber Faith? Yep. Hey! Sehr gut, Dana. Sehr, sehr gut. Das ist nicht Try and Error, das ist, Maran Error. Das ist einfach TNH-Guessing. TNH-Guessing. Okay. Kennst du Tom? Wer ist Tom? Wir spielen mal Toms Level. Ja, mach du mal Tom. Tom. Y. X. L. D. P. Anna meinte gerade, hier ein Geisterhaus-Level kann man nicht sterben, aber man wird verrückt. Geisterhaus-Level? Okay, Abschlussrate 0,02. Ernsthaft? Das ist Level 1-1, but with a twist. Kennst du? Oh shit, oh, das? Das schwierigste Level der Welt. Also, das, oder das berühmt-berüchtigte. But with a twist noch schwieriger, oder was? Ja, du hast kurz und knackig? Du hast es bestimmt schon mal gesehen. Mit den ganzen Feuerdingern? Ja. Ja, okay. Es ist ganz witzig. Ja, GG. Hey, immerhin. Oh. Das ist wie oft hast du das schon gespielt? Ich hab's schon ein paar Mal gespielt. So. Ja, nee, das ist zu krass. Das ist auch keine Schrift, die der da im Namen hat. Guck mal das, was ist das denn? Oder kannst du es lesen? Das ist Hiragana. Was? Hiragana. Das heißt? Die Männerschrift im Japanischen. Es gibt Hiragana und Katakana. Es gibt die Hiraganas, die sie für die japanische Sprache benutzen. Die Katakanas benutzen sie halt für ausländische Begriffe, die sie da im Japanischen dann phonetisch übersetzen. Okay, probieren wir doch mal Kuka. Kuka 8. Ja, obwohl es kommt von Kigen, es kann natürlich auch ein ganz entspanntes Anfängerlevel sein, man weiß es nicht. Kigen ist auch ein kleiner Troll. 2, 5 MF. Da siehst du, ich hasse die Leute. Ich wusste es. Ja. Shit, Mara kennt mich, Zwergigen. Oh Mann, ich hasse die Leute gerade. Um. 15%, nein, nein, wir brauchen mehr Prozent Winrate. Mara, lauf, 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 ich konzentriere mich hier. Du brauchst. Du brauchst in einen dieser Boxen, brauchst du halt die Feuerblume. Oh, okay. Ich glaube, die mittlere war es. Genau, nimm die Feuerblume mit. Wie ich immer die richtige Box nehme, ich bin, glaube ich, tot. Verrückt und tot. Wie ist Cordel so drauf? Ist Cordel cool? Cordel, ja, könnten wir probieren. Okay. Ich mach mal es. Ja. Ich probier's mal aus, mal schauen. Also ich hoffe, irgendwann kommt Sternfuchs 64. Wieso? Sternfuchs ist halt die Anspielung auf Star Fox. Ah, okay. Deswegen. Holy shit. Warte, es gibt den Trick. Oh nein! Oh Mann. Eigentlich hätte ich drunter durch müssen, aber jetzt habe ich es verbockt. Ja, komm mal. Ja, nee, das ist. Ja, doch. Oder? Ja. Ja, schon, aber trotzdem, hier wird's. Hier ist die Hölle. Hier beginnt die Hölle. Kannst du auch noch irgendwie das upgraden, dass du noch mehr schießen kannst? Ja, ich habe die Feuerblume leider verbockt. Okay. Also je mehr Feuerblumen, desto mehr kannst du schießen? Oder also wie? Mit der Feuerblume kriege ich so einen Dreifachschuss. Ah. Ach so, du hast ja natürlich noch gar keine, ja. Ah, hier sind die ganzen Mods im Twitch-Chat. Hallo Dashi, hallo Zoom.
Jetzt müssen sie sich wieder benehmen, die Schlingel. Okay, es wird schwierig. Wie man sagt, ah, ist nicht gesperrt. Ja, das ist halt... Ich hab's schon mehrmals geschafft, aber man braucht sehr viele Anläufe für. Mhm. Ah, shit. Da wird das schon verkackt. Tot. Okay. Welches Level waren das da eben, das wir hatten? Welches meinst du? Von Cordula. Wo ist der? Cordel? Es ist weiter geworden. Cordula Cordel. Nochmal das verrückte Geisterhaus? Nein. Wen hatten wir? Blade War? Nee, Blade Wars? Cordel wolltest du. Ja, wo ist Cordel wieder hin? Da. Da ist er doch. Le Cordel. Okay, DCB. Auf welcher Konsole spielt ihr das Game? Fragt Werwolf King. Ja, gut, es ist PlayStation 1. Verdammt, woher wusstest du das? From Zero to Hero. Cordel ist ein guter, wird hier geschrieben. Cordel, auf der Wippe. Ulimano Cordel. Klassisch und kurz und knackig. Aber das kann man selber bestimmen, dass da kurz und knackig steht. Also es ist, es muss dann nicht wirklich so sein, ne? Oder? Nobody knows. Warte mal. Okay. Du kannst im Sprung dann hier runter Taste drücken. Dann dreht er sich. Dann kriegst du ja so noch ein bisschen mehr Höhe. Wenn du gesprungen bist und dann nochmal drehst. Okay, muss ich hier irgendwie... Ich muss auf die andere Wippe, glaube ich. Ich sehe schon, das wird Spaß. Du kannst auch Walljumps machen. Ah, das sind alles Mechaniken, die du vorher noch gar nicht kanntest, ja, ne? Okay, das ist schwierig dann. Ah, ich bin hier oben. Rennt er automatisch quasi an Wänden entlang und so? Wie meinst du es? Oh Gott, wo war jetzt die andere Wippe? Don't know. Geh nochmal hier runter. Kann man das ja erstmal hier wegwippen. Ach nee, das bleibt da stehen. Aha. Einfach durch. Kann man da springen? Einfach so durch. Damit hast du wohl nicht gerechnet, Cordel. Ich glaube schon. Bin ich ja wieder groß. Einfach wieder den Pilz nutzen, um durchzukommen. Nein! Okay, das war's. Aber natürlich kannst du... Vielleicht kann ich ja... Also ich hätte ja einfach hier oben hergehen sollen. Oh. Du brauchst einen Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? I don't know. Jetzt muss man abschätzen, wo das hier so war. Fast. Ja. Ich könnte bestimmt auch von da oben dahin springen, oder? Ja, genau. Und dann, wenn du getroffen wirst, kein Problem, du hast ja einen Pilz. Genau. Smart. Open Action. Wie kann man denn... Also man darf sich am Anfang aussuchen, welchen Style man haben möchte, wenn man so ein Level baut, oder? Genau, wie? Es gibt mehrere verschiedene Stile. Es gibt den uralten, klassischen Mario-Stil. Es gibt den Mario 3-Stil, den Super Nintendo-Stil, den New Super Mario World-Stil. Da habe ich noch irgendwas vergessen. New Super Mario 3D World. Game Boy-Stil kannst du auch, glaube ich, machen. I-Frame nutzen, I-Frame nutzen. Yes! So, jetzt gehe ich mal noch da oben her. Ach ja. Oh, ich muss auch gleich drin noch was essen. Und einfach geradeaus durch. Ja. Einfach durch, geradeaus. Durch. Oh, ja, stimmt, das ist ja eine Wippe. Ach du. Aber komm ich dann von unten da hin? Bist du mal? Müssen wir aus. Kann ich die Wippe einfach so nutzen? Okay, zu unkonsequent gesprungen. Kann ich den Schwung von oben nehmen, um rüberzukommen? Das ausprobieren. Mal den Schwung von hier aus nutzen. Geht das? Glaubst du es? Probier mal. Nee, reicht nicht. Ja, du kommst auf jeden Fall. Da ist ja egal, ob du da jetzt klein bist oder.
Ja? Da ist der Schlüssel. Ich soll wieder zurück. Und da oben war auch noch eine Tür. Ja, das ist aber jetzt auch unangenehm. Irgendwie richtig anspruch. Nee, nope, nope, nope. Drehsprung? Ich weiß nicht. Gott sei Dank ist noch nicht perfekt designt, erster Level und so. Ja, aber das Gute ist, wenn wir den Ersteller im Chat haben, dann kann er auch Tipps geben. Das ist so gedacht, dass wir uns hier schon treffen lassen. Wardle, du kannst ja mal sagen, ob das gedacht ist, dass man bei dem ersten nur durchkommt, wenn man dann klein wird. Zurück zur Tür. Hey Gregor! Aha. Willst du mal ein paar Levels ausprobieren von der Community? Wir haben auch gerade wieder Sternfuchs gespielt. Ja, habt ihr das? Ja, weil die es uns geschickt haben. Wir dachten, das wäre irgendein Level, da war es Stern. Das ist der beste Level von allen. Ja. Aber Gregor kann ja auch das mal probieren. Darf ich? Ja, ja, klar. Ja, okay, dann ich guck mal. Sofort getriggert, wenn wir Mario Maker starten, ne? Ja. Ich hab nur gehört, irgendwas ist hier, ne? Warum macht man sowas? Das passiert, wenn man Mario Maker spielt. Guck mal, so geht das. Ja, ich bin übrigens auch gerade hier, da kann ich ja auch schon mal ein bisschen Werbung machen für die Leute, die jetzt zuschauen. Um 15 Uhr gibt es ein schönes Video zu Fire Emblem von Ilias und mir. Da haben wir einen sogenannten Review-Talk aufgezeichnet, wo wir uns auslassen über das Spiel. Aber, oh Gott, na gut, man muss den Schlüssel erstmal holen, ne? Oh, wir sind so dumm, Wirt. Oh, shit. Okay, durchschießen kann man nicht. Ego, der Profi. Er zeigt, wie es geht. Ja, genau. Ja, einfach immer. Das wird schwierig jetzt. Ach. Oh! Guck mal, es fuckt durch, obwohl es noch gar nicht rollt. Aber jetzt wisst ihr, wie es geht, ne? Kannst du ruhig. Dann muss ich das wieder machen. Ja, mach mal, bis du schon. Muss ich das wieder machen. Dabei bist. Du kannst das Mic gerne behalten. Das ist auch ein großes Paket für dich angekommen. Oh, ein großes Paket für mich. Ja. Oh, cool. Ein großes Paket. Ich hab jetzt quasi nicht auf bei den Paketen. Das ist doch sehr schön. Ich kann auch noch mal sagen, natürlich habe ich die Challenge gegen Ilias gewonnen. Bei Mario Maker. So logisch. So, aber war knapp, oder? Ja, ja, war knapp. Das darf sich Ilias ruhig einreden. Das ist auch wirklich fies. Das sind User eingeschickte Level. Ja, genau. Das ist von Cordel, der ist auch gerade im Chat. Der Cordel hat das gemacht. Ich verfluche dich und deine Familie. Nein. Vielen Dank fürs Einschicken natürlich. Oh, das ist doch so. Okay. Das war. Oh. Deine Tricks hier. Kann man oben rüber vielleicht? Nein, ne? Nee, man muss schon wieder zurück. Nein! Ich probier's noch einmal. Ja. I try it once more. Ja, ihr macht das auch nur, weil es hier gerade am kühlsten ist, oder? Nein! Überhaupt nicht! Ich war ja gestern bei 35 Grad laufen. Oh Gott. Einfach mal zu sehen, wie es ist. Ja, und wie war's? War schön. Wie in der Heimat. Also, Hamburg. Nein. Aber man sollte es ja auch mal ausnutzen, dass hier Temperaturen sind, die sich wie in Griechenland anfühlen. Ja, wenn man jetzt eh nicht mehr fliegen soll, dann muss man halt hier die Hitze zu uns holen. Ach was! Ein bisschen abkürzen. Warum nicht, ne? Rüber auch. Na, was gibt's? Wir spielen auch gleich. Du hast auch Mario Maker, oder was? Ja, klar! Wer, was? Ihr seid auch noch dran! Ja. Genau. Ja. Okay, gut, dann übernimmt weiter. Gut. Ah, ja, okay, aber wenigstens, ich hoffe mal, das ist das Ende. Hier gibt's auch einen Mike. Okay, also gleich im Anschluss, Fabian Krane und Lisa spielen Mario Maker weiter. Also schickt den weiter. Das ist Ende. Oh, sehr gut. Okay, geschafft. Die, genau. Jetzt hast du sie gemutet. Jetzt ist sie. Jetzt. Jetzt.
Hallo. Jetzt müsste man mich hören. Sehr schön. Ja, gut. Cool. Ich will auch keinen weiter ablenken. Ich wollte nur mal kurz vorbeischauen, habe euch gezeigt, wie es geht. Viel Spaß noch mal, ja? Alles gut. Dankeschön, Dankeschön. Fliegender Wechsel. Wir übergeben jetzt. Leid, genau. Ja, geht sofort los, oder was? Geht sofort los. Ja, wir müssen jetzt mal. Ja, ist auch kein Problem. Ich bleib noch hier kurz. Ja. Bleib noch kurz hier. Aber dann machen wir ganz kurz ein. Dann machen wir ganz kurz eine Werbung. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Drücke ich den Knopf? Darf ich den Knopf drücken? Ich darf drücken. Push the button.